Für günstige und sichere FIFA-Points, PSN-Karten und so weiter, check gerne meinen Sponsor ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Rabattcode gibt es natürlich auch noch, also gerne abchecken und mich mit jedem Kauf unterstützen. Danke. Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft wieder auf meinem Kanal. Leute, heute heftiges Draft, Leute. Heftiges Draft. Icon war am Start. Schmackhafter Icon. Schreibt gerne lieber rein, was eure beste FIFA 21 Icon bislang in diesem Jahr ist. Ab in die Kommentare, lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei, macht die 1 Million Likes voll. Dann würde ich sagen, können wir direkt ins Video starten. Bleibt wie immer bis zum Schluss dran, Leute. Let's go. Okay, Leute, 4-3-3 zurückgezogen und die Defensive rein und 5-2-2-1. Leute, ihr wisst, Baba-Formation, da war länger nicht mehr genommen, aber wenn wir eine 4-3-3 haben, müssen wir die nehmen und 1 ZTM geht immer klar. 1 ZTM kann man eigentlich verkraften, Leute, deswegen ab geht's. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Schmeckt, Minion. Baggio, Alter, nice, ey. Let's go. 5-Stern-Skills hat der? What? Wusste ich gar nicht, Alter. Krasser Shit, der 5-Stern-Skills, ey. Nice Sache, 1,74, nicht so groß, aber let's go, Icon direkt zum Start. In letzter Zeit Icons sehr, sehr selten in den Drafts gekommen, jetzt direkt Numero Uno, Alter. Damit kann man doch arbeiten, würde ich sagen, Alter. Minamino haben wir auch noch am Start, der hat 87 Tempo, gar nicht so verkehrt. Ja, ich dachte, der hat 4-Stern-Skills, aber nur 3. Leider, wir nehmen Suso mit Highest Rated mit 81, Leute. Wie immer, checkt noch gerne, wenn ihr Bock habt, meinen Shop aus, Leute. Ihr wisst es ja, gönnt euch. Die Nice Designs in Rot, in Blau, in Grün, Orange, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Nice LED-Lampe, wie immer am Start. Gratis Autogrammkarte gibt es zu jeder Bestellung dazu. Also gönnt euch. Ihr würdet mich natürlich mit jedem Kauf unterstützen. Wäre fresh, Mann. Ich danke euch für eure Unterstützung. Digga, was ist das denn? William ist der Beste. Spielt bei... Ist der nicht früher anders, Alter? William? Oder hatten die anderen... Wolfsburg hatte man... Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger war auch Brasilianer. Aber ich meine, der hieß anders als William, oder? War das der? Ich weiß nicht. Das ist schon länger her. Ich sag mal so, den werden wir eh austauschen. Ob wir da jetzt einen 85er Walker Peters mitnehmen für Premier League oder den ist dann auch egal, weil er wird gleich eh ausgetauscht. Also, ich bin ehrlich, hätte ich die Icon am Anfang nicht gehabt. Wir nehmen Gündogan mit. Hätte ich die Icon am Anfang nicht gehabt, da wäre dieses Team echt katastrophal. Ich wäre komplett am Ausrasten jetzt hier aktuell. Weil er nur ganz kuriose Spieler kommen. Dann kommt hier so eine Animation, eigentlich eine Baba-Animation und kommen wieder relativ schwache Spieler. Alexandro ist der Beste. 81 Tempo, er war auch mal schneller, ne? Glaube ich. Ich glaube, der hatte mal so 85, 86 Tempo. Also ein bisschen langsamer ist der Kollege auch geworden, aber auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, 32, 33 müsste der mittlerweile auch schon sein. Stones war auch mal schneller. Wir nehmen De Vrij mit. 84er immerhin. Zweite Champions League-Karte. Also, es läuft doch nicht bislang. Okay, Kante ist nice. Ich habe ja gesagt, ein ZTM, der eine ZTM wird immer gut. Wenn ihr dann auf der Formation 2 ZTMs habt, ja, wird schon teilweise kritisch. Aber Kante ist nice. Gutes, hohes Rating, damit kann man arbeiten. Kovacic, Goretzka wäre fresh. Allerdings 58 Chemie. Da müssen wir jetzt hier langsam schauen, dass wir ein bisschen auf Chemie kommen. Deswegen wäre Kovacic mit, hat nur einen Ratingpunkt weniger als Goretzka und Kovacic war eben schon da, da haben wir schon Gündogan mitgenommen, deswegen müssen wir jetzt mal mitnehmen, Alter, wäre sonst eh am los. De Ligt, Linkt, beide sogar grün, stimmt, Alter, der Linkt ja auch noch De Vrij wegen dem Ronan Link, eigentlich optimal. Oh komm, ey, wir haben 5 Champions League Karten nacheinander geworfen, was ist hier los? Volles Champions League Draft ist da, Buffon wäre natürlich fresh, der hat zwar nur 82, aber den, eigentlich führt kein Weg an Buffon vorbei, wenn man ehrlich ist, ne? Nur noch 82, ne? Das ist auch kritisch. Aber wir müssen ihn mitnehmen, Leute. Aber 91 Positionsspiel ist natürlich saftig. Wir nehmen ihn mit. Damit ist natürlich jetzt ja die Chemie gesichert. Aber naja, gut, vom Rating her war nicht so optimal. Diego Jota, stabiler Spieler, Alter. Ist wirklich, die haben den für 40 Millionen oder so, ne? Von Wolverhampton geholt. Hat hier auch noch ein Bild, das alte Trikot an. 4-Stern-Skills, 5-Stern-Schwachfuß, Alter. Krass. Ich hätte gedacht, dass es nicht so wirklich passen wird mit dem, aber. Ihr seht's, Alter. Firmino, er muss jetzt um seinen Stammplatz kämpfen, ey. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der wird trotzdem weiterhin. Boah, 82 Tempo, immer ist trotzdem weiterhin Stamm spielen, weil Klopp den, glaube ich, feiert. Aber ja, das ist trotzdem. Wir nehmen Jimenez mit. Nicht so einfach gerade für Firmino. Spielt aber trotzdem, ne? Irgendeiner kriegt dann immer eine Pause. Deswegen, von daher, passt soweit. Lionel Messi ist am Start. Walker Courtois. Courtois wäre nice. Bringt uns halt gar nichts. Messi ist nice, bringt uns eigentlich auch nichts, aber
Suso bringt uns am Flügel auch nicht so viel, deswegen können wir da auch Messi hinstellen. Ey, halt dein Schnauze, was ist hier los? Ich krieg immer diese Meldung, Digga, von diesem Virenprogramm. Ich krieg's nicht ausgeschaltet, Alter. Ich weiß nicht, weil es regt mich auch so auf. Oh, Griezmann. Oh, Alexander Arnold auch noch. Jetzt kommt, ja, Alexander Arnold ist ein bisschen besser. Griezmann wäre fresh. Wir haben eh einen guten Stürmer. Alexander Arnold besetzt optimal unsere Rechtsverteidigerposition. Damit, na gut, ist das Ding nicht auf 100 Chemie, aber wir sind auf 94 Chemie. Das ist nice. Das könnte wieder ein guter Spieler werden. Come on, Eike nochmal. Natürlich nicht. Di Maria ist am Start. Di Maria bringt uns auch aktuell nicht viel. Wir nehmen trotzdem mit. Hat auch mal endlich, glaube ich. Ich glaube, der hatte auch 4-5 Jahre lang immer das gleiche Bild, habe ich das Gefühl, bei Di Maria. Oder sein Bild sah immer gleich aus. Aber jetzt war, glaube ich, eine kleine Änderung. Mein Affe, Alter, früher so heftig. Hatte noch 5 Sterne Skills. Ja, richtig nice, ey. Früher einer der krassesten Ultimate-Team-Spieler überhaupt gewesen. Der hat fast eine Silberkarte jetzt. Ich glaube, ganz zu Beginn. Kann das sein? Ich weiß nicht, welches FIFA das war. Hatte Ben Arfa, glaube ich, auch eine Silberkarte. FIFA 12, FIFA 13? Wenn das nur einer weiß, wer schon so lange FIFA dabei ist. Ich schreib's mal rein. Ich meine, der hätte am Anfang, Moan Sofat wäre nice, aber die beiden haben higher rated. Turam. Ich meine, am Anfang wäre Ben, aber ich weiß nicht, hundertprozentig. Aber schreibt's rein. Wenn ihr es wisst, war Ben Arfa Silber? Ab in die Kommentare. Salah ist natürlich nice. Damit sollte das Ding, glaube ich, 100 sein, oder? 3 Chemie mehr. Ja, 6 Chemie mehr können wir insgesamt sogar. Hey, what? Ich weiß, achso, wegen. Oh, wird 6 Chemie gekommen? Ich habe keine Ahnung. Egal. Let's go. 186er Draft. Messi auf der Bank. Naja, gibt Schlimmeres, ey. Aber wir gucken mal. Wir haben noch ein paar Spieler. Vielleicht noch irgendwie ein Icon oder so. Es wird schwer. Jawohl, Havertz können wir noch direkt reinpacken. Nice. Once Watch Havertz. Higher rated als Gündogan. Higher rated als Kovacic. Machen wir es erstmal so. Das Ding ist, ich würde gerne irgendwie, ja, okay, Messi kriegen wir jetzt nicht mehr eingebaut, Leute. Buffon, boah, könnte man vielleicht auch noch gegen höher, oh, Pate, gegen higher rated Torhüter ersetzen, Handanovic oder so, wenn man es erstmal so und so, da sind wir auf 99, ein Chemiepunkt sollte easy machbar sein, haben wir einen 86er Pate anstatt einen 83er Kovacic drin, nochmal ein bisschen besser, wir nehmen Philippe mit, 84 rated, die letzten beiden Spiele, Leute, ein Chemiepunkt, daran sollte es, glaube ich, jetzt nicht scheitern, obwohl man weiß nie, ihr wisst es. Boah, der hängt mit seinen blauen Haaren, Alter, ganz kurios. Karte ist eigentlich noch relativ stabil, ne? 70 Tempo geht noch gerade so klar. Manolas 82 Tempo, das ist natürlich auch sehr, sehr stabil. Wir nehmen auch Manolas mit, schnellster Spieler. 25 Schuss, ich glaube, der hat aber gepusht, ne? Hat, glaube ich, ja, richtig trainiert, weil ich meine, der hatte sonst immer so 17 oder 18 Schuss. Der hatte auf jeden Fall lange Zeit unter 20 Schuss. Und wir kriegen auch keinen besseren Torhüter mehr als den Kollegen Buffon, den wir hier schon drin haben. Oh mein Gott, Alter, das war jetzt kurios. Wir nehmen Schwolo mit 79, bester Torhüter. Okay, wir sortieren mal ganz kurz. Eventuell, ich glaube nicht, aber vielleicht kommen wir noch auf einen 87er Draft. Sieht nicht danach aus. Sieht absolut gar nicht danach aus, nach einem 187er. Ich glaube, wir müssen uns hier mit einem 186er anfreunden. Ist aber in Ordnung, ja. Also, Baggio ist am Start, das ist schon mal sehr, sehr nice. Solange eine Icon dabei ist, ist immer fresh. Mehr nicht aus. Schade. Trotzdem, gutes Team, muss ich sagen. Das war's, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da, falls es euch gefallen hat, falls ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, einschieben, easy. Checken und Shop aus, nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung gibt's dazu, nice LED-Lampe und vieles mehr. Also abchecken, ich würde mich freuen. Gönnt euch was, unterstützt mich gerne mit jedem Kauf. Wäre fresh. Wir sehen uns dann beim nächsten Draft wieder. Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr doch seid dabei, Leute. Schreibt gerne rein, welche Icons ihr so bislang in FIFA 21 am Start hattet. Ich bin gespannt. Ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.